Es ist soweit. Tessa und Harden dürfen sich wieder küssen. Oder auch nicht. Erfahrt es jetzt in After Love. Dieser Fufis Podcast wird euch präsentiert von Newsedu, die neue News-App auf eurem Handy mit personalisierten Nachrichten und mit allen News und Hintergründen von FilmTV. Wählt einfach FilmTV als Topic aus auf newsedu.com. Nach den beiden vorangegangenen Teilen After Passion und After Truth kommt nun auch der dritte Teil in die Kinos. After Love heißt er und hält wieder so einigen Trouble für das Liebespaar Tessa und Harden bereit. Nur so viel, es geht um Träume und Familienkonflikte. Die Geschichte des nicht mehr ganz so ungleichen Paares basiert auf der Buchreihe von Anna Todd. Ich wollte von Regisseurin Castile London wissen, was sie an der Reihe so fasziniert hat, dass sie in kürzester Zeit schon den dritten Band verfilmt. I think that the books are so relatable and that they portray a relationship that is maybe, you know, not like, it's not the romanticized, like idealized relationship that we're all shown in romantic comedies and such. It's messy and there's some toxicity. And I think that that's really exciting because that feels real to me and it feels relatable. And it's not judging people for, you know, being in those, like it's allowing for people to live in this kind of messy, like heart life, as opposed to, you know, what is the sensible option. Es ist also eine Geschichte, in die man sich gut reinfinden kann und mal etwas anderes als die romantischen, idealisierten Hollywood-Komödien. Castile sagt, die Beziehung zwischen Tessa und Harden ist kompliziert und toxisch und genau das macht die Spannung aus. Es ist also eher ein realistisches Drama. Welcher ist denn eigentlich dein Lieblingscharakter? Oh, that's a new question to me. Which character is my favorite? I think maybe Landon is my favorite. I don't know. I love them all for different things. I love Harden because he would totally be the kind of guy that I would go after in real life, which I guess says a lot about me. And maybe I relate to Tessa in a lot of ways. And so I kind of have like a love-hate relationship there. Yeah, I think on any given day, like I love and have some problems with each of them, you know, which I guess feels like your own friends, maybe. Und warum hast du als allererstes Landon gesagt? I think because he's like the friend we all want. Like he is always there for Tessa and he is, I also really love Nothing More and Nothing Less, which are his little spinoffs. And to me, he's like very much coming into himself and he's very mature. So I think, yeah, all of those reasons. I love Chance. So there's all the actors too. That's like a tough thing to say. But Chance is just like, he, as soon as you see him, your face lights up. Also eigentlich liebt Castile alle Charaktere. In Harden würde sie sich wahrscheinlich auch im wahren Leben verlieben. Sie fühlt sich in vielerlei Hinsicht sehr stark mit Tessa verbunden. Aber die spontanste Antwort war Landon. Wahrscheinlich, weil jeder gerne so einen Freund wie ihn hätte. Er ist immer für einen da. Er verstellt sich nicht und immer, wenn man ihn sieht, muss man lächeln. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum er Castiles Nachnamen als Vornamen trägt. Castile, du bist Regisseurin und Drehbuchschreiberin. Vorher warst du auch Schauspielerin. Warum wolltest du denn jetzt lieber hinter der Kamera arbeiten? I think because, you know, when you're an actor, half of your job, 90% of your job is like sitting by the phone waiting for calls to come in that are probably never going to come in. It's just a really hard lifestyle mentally and half the time you're not working. So it was like a longer process to write and direct. And I think also as a young female, you know, when you're in front of the camera, it felt to me like my value was dependent on what I looked like as opposed to what I thought and believed and, you know, and also like just talents
So for all of those reasons, it was mentally much more healthy for me to be behind the camera. Castile sagt, die Hälfte des Schauspielerinnenjobs besteht aus Warten auf Castings oder Rollen. Das ginge ganz schön aufs Gemüt. Zudem hatte sie als junge Schauspielerin stets das Gefühl, dass ihr Wert nach dem Äußeren gemessen wird, im Gegensatz zu dem, was sie denkt oder an was sie glaubt. Darauf hatte Castile einfach keinen Bock mehr und kurzerhand hat sie entschlossen, selbst aktiv zu werden. Es ist mental für sie viel gesünder, hinter der Kamera zu stehen. Helfen dir denn deine Erfahrungen vor der Kamera jetzt dabei, als Regisseurin besser mit den Schauspielenden umgehen zu können? Yeah, absolutely. Or one of my strengths as a director is that I really know how to talk to actors and I empathize deeply with what they're doing because they are so courageous to go in front of the camera and deliver a performance. And especially in this movie, in these movies, like the performances demanded of them are pretty strenuous physically and emotionally, and you kind of have to just bare your soul and trust that this person, this director, is going to make you look good in the end. Castile sagt, sie kann jetzt viel empathischer auf ihre Stars eingehen, da sie weiß, wie hart es ist zu performen, und gerade der Film Afterlove hat den Darstellern und Darstellerinnen emotional und physisch viel abverlangt. Da ist es viel wert zu wissen, dass es eine Regisseurin gibt, die darauf achtet, dass man am Ende gut aussieht und sich wohlfühlt. Du hast gesagt, als Schauspielerin bestand ein Großteil deiner Zeit aus Warten. Jetzt schreibst du das Drehbuch selbst und führst Regie. Das klingt, als wenn du jetzt enorm viel zu tun hast. Vor allem, wenn man bedenkt, dass seit 2019 jedes Jahr ein Film rauskam und auch noch 1 bis 3 Filme für die nächsten Jahre geplant sind. Wie organisierst du dich und hast du überhaupt noch Freizeit? Yeah, well, while we were filming, I didn't really have any free time. And even now, you're right, I have more work than time. Which is, I'm really grateful for. I'd rather it be that way. But while we're filming, you know, what's interesting is like the more work you do, the more creative you are. So that's really the bright side is I find that like it doesn't deplete my nerves. It does in terms of like I'm exhausted, but it's exciting because like while I was working on After, I was so inspired that I was my only free time, which was about like 18 hours on the weekend, I was writing another script because not because I was interested in something else, but because like when you're, like I said, the more you create, the more you continue to create. Sie hat gerade also mehr Arbeit als Zeit, aber dafür ist sie dankbar und findet es besser als andersherum. Eine ihrer Erkenntnisse ist, dass je mehr man macht, umso kreativer wird man. Das ist doch ein schöner Satz, mit dem ich euch gerne ins Kino entlasse. Das war Castile London zu ihrem neuen Film After Love.